Die Eisbader an sich gehen natürlich bei jedem Wetter ins kalte Wasser, sonst wären es ja keine Eisbader. Aber in der Faschingszeit kommt noch etwas dazu: Eisbaden im Kostüm. So geschehen am Sonntag am Neustädter See, als die Eisröver sich anschickten, zum Rosenmontagsbaden das Eis zu brechen. Ein dreifaches Magdeburg, hello! Magdeburg, hello! Magdeburg, hello! Na dann! Das Wasser hatte etwa 0 Grad Temperatur, das Eis war etwa 1 Zentimeter dick, da brauchte man zumindest keinen Eisbrecher. Zündi aus Marzahn reichte auch. Hier am Neustädter See waren es nur ein paar Eisbader. Das richtig große Event ist am kommenden Wochenende in Ahlbeck. Da werden bis zu 1000 Jünger erwartet. Und so war das am Sonntag nicht nur Fets, sondern auch Training. Ganz aushalten. Das ist in Ordnung. Ja, man muss ein bisschen ausschließen, aufwärmen noch. Dann geht man nochmal rein, dann ist es praktisch wie Sektbaden. Ja, aber das wehrt sich der Körper sozusagen. Und ja, das ist praktisch dieses kalte Wasser hier und da ist praktisch dann wie so ein Sauna-Effekt. Reinhard Schilling ist mit seinen 73 Jahren übrigens der älteste Eisbader der Eisröver. Und damit wird auch ein anderes Problem dieser sportlichen Betätigung offenkundig. Es gibt einfach keine jungen Leute mehr, die sich solch eine Abhärtung antun. Die schauen eher interessiert bis belustigt zu, aber selber bei 0 Grad ins Eiswasser? Nein! Na, vielleicht hat ja doch noch jemand Lust bekommen mitzumachen, denn wahrscheinlich ist der Abhärtungseffekt nur eine Randerscheinung des fröhlichen Beisammenseins. Wer das auch haben will, die Eisröver gehören zur Wasserwacht. Sind die aus Marzahn? Ich hab keinen Mund.